Zum Geschirr der Schlageinrichtung des Sensenhammers gehören der Obersattel, der im Kopf des Helfs, und der Untersattel, der im Schaböttchen des Hammerstocks verkeilt ist. Sie bilden die Schlagfläche oder Bahn. Die Sättel werden am Schleifstein in der Werkshalle nachgeschliffen. Hier wird die Oberfläche eines breiter Obersattels geschliffen. Dazu nimmt der Schmied den etwa 800 Gramm schweren Sattel in die Hand. Zum Schleifen der sogenannten Lehnseite setzt man den Sattel in eine Klaue ein. Der breite Obersattel muss für jede neue Fasson, spätestens aber nach 200 Stück Sensen, nachgeschliffen werden. Beim Schleifen der beiden Sattelseiten wird die Klaue mit jeweils einem der beiden Füße in die Vertiefungen einer Eisenplatte eingesetzt. Im sogenannten Knieschleifverfahren wird nun ein Reckuntersattel bearbeitet. Da der rechteckige, nur leicht gewölbte Hammersattel zwischen 3 und 4 Kilogramm wiegt, kann er nicht aus freier Hand geschliffen werden. Als Auflage dient deshalb die Knieandruckleiste. Recksättel muss man nach ca. 1500 bis 2000 Stück Sensen nachschleifen. Die Hammersättel aus Stahl wurden früher als Rohlinge bezogen und in der Betriebsschlosserei zurechtgehobelt. Heute lässt man sie im Herstellerwerk richten und härten.